Schönen guten Morgen. Ja, soll ich hier einstecken? Soll ich hier nicht einstecken? Gute Frage. Ich lasse es lieber, weil, wo stehe ich? Supercharger Denkendorf. Ja, neu aufgebaut hier von Tesla. Ihr seht's mal, VW redet nur. Software 3.0, ich habe nichts und Tesla macht einfach. Das brauchen wir hier, sowas hier in Denkendorf, nahe der Autobahn zwischen Stuttgart und München. Ja, die Richtung. Ja, können wir von beiden Seiten ranfahren, weil es ist nämlich nebendran, hier an so einem schönen Object. Carpet nennt sich das da hinten. Ganz tolle Sache hier. Und ihr seht schon, wieder mal Mords die Stalls aufgebaut. Eigentlich hier so nebendran, ist aber für den Sommer schon, für die Urlaubsreisewelle natürlich im Sommer schon gedacht hier. Yo, super tolle Sache hier. Flop, fliege ich nicht durch. Nee. Ja, ein bisschen Probleme haben wir natürlich, wenn dann doch mal die anderen Fahrzeuge auch laden können dürfen, was ja angekündigt ist, leider noch nicht in Deutschland. In anderen Staaten geht es ja schon. Ich würde es falsch rum einstecken an der falschen Säule. Das hier ist nämlich eigentlich die Säule für hier. Und ich würde da einstecken und dann blockiere ich natürlich eine. Deshalb haben die auch hier gleich so viele aufgebaut, damit das dann nicht passiert. Ja, so sieht die Technik aus. Wir gehen mal nach vorne. Ihr zählt mit. Sie sind auch alle beschriftet hier. Das ist dann das Teil noch von Tesla, was Tesla noch stellt. Und dahinter dann die Anschlussstation vom Netzversorger. So ist es gemacht. Alles fertig, fast alles fertig. Okay, Vorsicht, Umspannung, klar. So sieht die Sachlage aus. Schön sauber aufgebaut, kann man nichts sagen. Ich habe das ja schon im Bau besichtigt. Ups, ich laufe mal hier so ein bisschen vorbei. Könnt ihr das Ganze von hinten angucken. So sieht es aus. Alles sauber aufgeräumt hier. Und Ausbaumöglichkeiten. Jetzt inzwischen ist auch kein so ein Verschlag mehr dran und sowas, was man früher so hatte. Ja, ich denke, auch hier haben sie noch Ausbaumöglichkeiten. Denke ich, das wird noch eine ganz gute Sache. Übrigens, die da unten, die haben auch Ladestationen, zumindest eine. Ja, und Tiefgarage, okay. Aber das ist natürlich hier ein Bild der Götter. Ja, guckt euch das an. So muss das sein. Leute, hier heute mal mein Bericht. Supercharger Denkendorf jetzt in Betrieb. Frank Uwe hat schon getestet. Und ja, ich warte darauf, dass mein schönes Auto hier, mein ID3, zwei Sachen bekommt. Erstens, dass ich hier laden darf. Dann würde ich hier auch öfters mal stehen, weil da vorne hat es den Bäcker Schill. Kann man gut mal was essen kurz, was trinken, Käffchen. Und ich brauche Software 3.0. Ja, ich warte ab, bis ich es wirklich bekomme. Ich bin in Gesprächen mit meinem VW-Händler, dass ich es bekomme. Abwarten und Tee trinken. Ich werde euch berichten und ich werde demnächst Sommerreifen montieren. Immer erst an Ostern, Leute. Ja, wir hatten nämlich einen Wintereinbruch. Gut, das war es jetzt dann hier vom Supercharger Denkendorf mit meinem ID3, der leider noch nicht laden kann, aber demnächst. Und ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video dann. Kurzvideos sind jetzt angesagt hier. Ich gehe fast auf TikTok, ne? Nein, ich bleibe hier auf YouTube. Und bis demnächst. Und tschüss.